und herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe unserer Sendereihe Wahl 13. Ja, noch zwei Tage bis zur Bundestagswahl und wir sind heute für Sie nach Reinickendorf gefahren und hier treffen wir auf Frank Steffel. Hallo erstmal. Na. Frank Steffel kandidiert bekanntermaßen für die CDU und Herr Steffel, Sie sind schon mächtig am Verteilen von Flyern, von Wahlinformationen. Zwei Tage habe ich es gerade erwähnt, sind es noch bis zur Bundestagswahl. Wie sehr entscheidend sind diese zwei Tage noch, ja, um Menschen zu überzeugen? Na, langsam wird es spannend. Also viele trifft man, die haben schon gewählt, aber manch einer zögert vielleicht noch, ob er überhaupt hingeht. Und wir kämpfen um jede Stimme, denn ich glaube, es wird verdammt knapp. Was fragen die Leute hier am Wahlstand? Was wollen die wissen? Ach, mittlerweile geht es eigentlich um die Frage, wer regiert Deutschland? Die Sachthemen sind durch, ist mein Eindruck. Die Leute wissen, wofür die Parteien im Wesentlichen stehen und stellen sich die Frage, hat Angela Merkel eine Mehrheit für ihre Regierung oder gibt es möglicherweise eine Mehrheit der Opposition, also eine rot-rot-grüne Mehrheit in Deutschland? Das ist das, was die Menschen bewegt. Na ja, gerade eine Wahl in Bayern am vergangenen Wochenende. Wie sehr setzt Sie das auch unter Druck, gerade weil Sie gesagt haben, die Leute wollen einfach nur noch wissen, wer regiert künftig Deutschland? Wie sehr setzt Sie das unter Druck, jetzt auch im Wahlkampf selber zu sagen, okay, jetzt müssen wir unsere Wählerinnen und Wähler mobilisieren? Naja, die taktischen Wähler nehmen zu, hat man den Eindruck. Die Leute versuchen, ein Wahlergebnis zu vermuten und sagen, wie muss ich wählen, damit das richtig rauskommt. Ich glaube, jeder sollte nach seiner Überzeugung wählen und sagen, wenn ich will, dass Angela Merkel Bundeskanzlerin bleibt, dann wähle ich zweimal CDU und wer was anderes will, wählt anders. Alles dieses Taktieren geht meistens am Ende nicht auf. Herr Steffel, ich würde sagen, wir gehen einfach mal einen Schritt in diese wunderschöne Straße, in die Gorki-Straße. Wir laufen ja gleich zur Markthalle, da werden wir hoffentlich auch ein paar Händler mal befragen. Das ist aber nett. Ja, kommen Sie ruhig mit ran, TV Berlin. Hallo. Hallo. Sie kennen dann gebe ich Ihnen noch eine Zeitung mit. Na ja, natürlich. Welche Frage bewegt Sie denn? Hätten Sie vielleicht eine Frage an Herrn Steffel? Weil unser Format alles, was soll ja auch. Er sagt, ist immer toll, die Antworten. Ehrlich? Ja. Warum finden Sie ihn denn gut als Bundestagskandidaten? Er will ja wieder gewählt werden. Guten Tag. Weil Reinickendorf durch ihn ja aufgewertet wird sozusagen. Aufgewertet wird, genau. Okay. Dann wissen Sie hoffentlich, dass Sie wählen gehen. Ich weiß, was ich wähle. Und was Sie wählen gehen. Genau. Vielen Dank. Und Herr Steffel, ich würde sagen, wir gehen weiter. Also, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das kann durchaus öfter passieren, dass wir jetzt spontan auf Leute treffen, denn Frank Steffel ist sehr bekannt hier in Reinickendorf. Macht das auch so ein bisschen so ein Heimvorteil aus? Sie haben ja, glaube ich, das beste Wahlergebnis eines CDU-Kandidaten in ganz Deutschland geholt bei der letzten Bundestagswahl, ne? Ja gut, ich lebe hier, bin hier groß geworden, kenne deswegen Gott sei Dank viele Menschen. Aber am Ende ist jede Wahl neu und wir müssen nicht über das letzte Ergebnis reden, sondern am Sonntag ein gutes Ergebnis einfahren. Und da freut man sich natürlich, wenn es neben Kritik auch mal Lob gibt. Gibt es denn Kritik, gibt es denn Probleme in Reinickendorf? Weil wenn wir hier so sind, wir sehen, die Läden sind eigentlich alle vermietet. Die Leute haben Zeit, sich irgendwo auf den Bänken niederzulassen, genießen die letzten Sonnenstrahlen noch. Gibt es Problemstellen hier in Reinickendorf oder haben wir jetzt eine Ecke gewählt, wo es keine Probleme gibt? Also Tegel liegt ja so ziemlich im Zentrum von Reinickendorf. Insofern ist das hier durchaus eine ganz gute Bandbreite, die man hier sieht. Hier war mal Kerstadt und das ist schon eins der Probleme, dass eben der Einzelhandel wichtig ist, um die Attraktivität in der Residenzstraße im Märkischen Viertel, aber auch hier in Tegel zu erhalten. Und da müssen wir uns immer bemühen, dass wir einen vernünftigen Mix auch an Menschen haben, die einfach auch hinreichendes Einkommen haben, um vernünftig einzukaufen. Denn letztendlich brauchen die Geschäfte Umsatz. Und das ist das, was wir ja in den ganzen innerstädtischen Bereichen ein Stückchen als Aufgabe haben, zu schauen, dass uns die Bevölkerungsstruktur erhalten bleibt, dass wir eine gute Mischung haben aus Jungen, aus Alten, aus Männern, aus Frauen, aus vielen Berufen und ja, das ist die große Herausforderung, vor der wir stehen. Was Sie gerade angesprochen haben, das Thema Karstadt, und kam ja die Woche raus, Berggrün, der Inhaber, hat die Premiumhäuser, unter anderem das KDW, auch veräußert. Haben Sie Angst, dass natürlich auch der ganze Karstadt-Konzern, sage ich mal, dann über lange Sicht zerstückelt wird und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und natürlich auch die Karstadt-Warenhäuser, sage ich mal, ja, zugemacht werden? Ja, ich glaube, dass der Einzelhandel insgesamt sich ein Stückchen neu erfinden muss, denn auch die Umsätze im Internet gehen natürlich dem stationären Handel verloren. Der stationäre Handel zahlt die Mieten, er bildet aus und wir müssen einfach gucken, dass uns die Innenstädte, dass uns die Fußgängerzonen wie hier nicht kaputt gehen. Das ist eine der ganz großen Aufgaben der Politik, weil das einfach zur Attraktivität gerade der Großstädte dazugehört. Was macht denn Reinickendorf für Sie, sag ich mal, zu einem attraktiven Bezirk? Warum sagen Sie, ich bin Reinickendorfer aus Überzeugung, ich lebe hier, ich arbeite hier, ich wohne hier und kämpfe natürlich auch im Bundestag für meinen Bezirk? Ich glaube, die Mischung aus Wohnen, aus einem sehr unterschiedlichen, aber
sehr schönen Wohnen in den Außenbezirken, aber auch im Märkischen Viertel in der Mitte von Reinickendorf, wo wirklich die Wohnqualität sehr hoch ist und das verbunden mit einer ganz hohen Lebensqualität und einem hohen Freizeitwert. Mhm. So viel Wasser, wie wir haben, so viel Wald, wie wir haben, so viel Sportplätze, wie wir haben, sehr gesundes Vereinsleben, viele Menschen, die sich im Ehrenamt ganz toll engagieren. Insofern ist die Mischung, glaube ich, das, was Reinickendorf ausmacht. Und eine ganz besondere Sache, es ziehen wenige Menschen weg. Mhm. Das heißt, die Menschen fühlen sich ihrem Bezirk verbunden, weil sie lange hier leben. Und viele Kinder und Jugendliche, die mal draußen waren, um zu arbeiten oder zu studieren, kommen zurück und sagen, Reinickendorf ist meine Heimat. Und das ist, glaube ich, anders als in den 11 anderen Bezirken. Ich würde ganz gerne mal rüber zu dem Tisch da gehen. Ja, und Entschuldigung, TV Berlin, dürfen Sie ganz kurz beim Kaffee stören? Darf ich Ihnen Herrn Steffel vorstellen? Guten Tag, Frank. Steffel ist mein Name. Kandidat der CDU hier in Reinickendorf. Guten Tag, die kommt von Herzen. Ja, weil es hier klebt. Kennen Sie denn Herrn Steffel? Ja, vom Fernsehen. Sie sehen Sie. Was, haben Sie eine spontane Frage an ihn? Er will ja wiedergewählt werden. Jetzt am kommenden Sonntag sind ja Bundestagswahlen. Ja. Das ist jetzt schwierig, nicht? Leben Sie gern hier in Reinickendorf? Was macht für Sie Reinickendorf lebenswert? Wir wohnen im Wedding. Aber Sie kommen offenbar gern hierher, um Ihren Kuchen ja. zu nehmen. Ja, da ist ja bei uns, wo ich wohne, Rehberge, da ist ja Janisch. Hm. Immer alle Geschäfte zu und alles andere ist türkisch. Ja, das ist das, was wir immer versuchen, dass auf Reinickendorf Ost-Residenzstraße vernünftig bleiben. Denn im Wedding ist leider vieles nicht so gut gelungen. Vor allen Dingen bei uns da im Wedding, Brunnenstraße, überall Badstraße. Ein Casino nach dem anderen. Ja. Es ist zum Kotzen. Also ist das, Casino ja. ist das Schlimmste. Es ist, die Spielhallen haben wir hier sehr, sehr. Das Spielhallengesetz hilft natürlich jetzt für die Zukunft. Aber wir haben uns hier jahrelang sehr, sehr restriktiv verhalten und haben versucht, mit allem, was an Baurecht möglich war, Casinos zu verhindern. Denn man muss ja auch wissen, das sind ja 80% Geldwäsche. Da geht es ja gar nicht darum, dass Leute dort spielen, sondern es ist eigentlich alles kriminell in sehr vielen Casinos. Bei uns eins nach dem anderen, ja. Schlecker hat zugemacht. Was ist jetzt wieder so ein Wettbüro da, ja? Ja. Also es ist furchtbar. Da haben sie zigmal schon gesagt, Sie es wird vielleicht doch nach Reinickendorf ziehen? Ja. Genau, ziehen Sie nach Reinickendorf. Dann ist es der lebenswertere Bezirk. Ein bisschen besser ist. Okay. Ich darf Ihnen aber noch eine Information vielleicht hier lassen, wenn Sie schon hier sind. Lassen Sie sich den Kuchen noch weiter wünsche ich Ihnen. Ja? Schönes Wochenende. Ja, danke schön. Wiederschauen. Tschüss. Herr Steffel, wir haben es gerade gehört, hier kommen Leute wirklich aus dem Wedding her nach Reinickendorf, weil sie sagen, hier ist es viel schöner als bei uns. Weil Sie es gerade vorher angesprochen hatten, viele junge Leute kommen wieder zurück. Was viele junge Leute und nicht nur die Jungen, aber viele Leute beschäftigt, sind natürlich auch die Mietpreise. Was ist denn, wenn Tegel zu ist? Werden die Mietpreise in Reinickendorf explodieren? Das glaube ich nicht. Es werden ja leider Arbeitsplätze aus dem Norden. Wir müssen Fotos machen hier für die Mädels. Komm, am besten ihr kommt mit rauf aufs Bild, ist doch viel schöner. Wir merken uns die Frage. Nein, nicht. Na klar. Denn wir sind ja quasi per Funk verbunden. Ja, Steffel, kommt es häufiger vor? Gerade vorhin haben wir auch gesehen, also bei viele junge Leute. Freue ich mich besonders drüber natürlich. Viele junge Leute, kommt ruhig mal ran. Dürft ihr schon wählen? Nein, sind erst 15. Okay. In welche Schule geht ihr? Gabriele von Bülow. Also. Einer von Ihren Kollegen war heute bei Ihnen an unserer Schule. Ja. Ja. Ja, das wäre schön. Ich komme auch mal wieder nach der Wahl. Bemühe mich ja immer, euch auch in den Bundestag einzuladen und so ein bisschen über Politik zu erzählen, was nicht immer so spannend ist. Interessiert ihr euch denn für Politik? Ja, so teilweise vielleicht. Dann noch dürfen Sie ja nicht wählen, aber dann geht es hoffentlich richtig los. Wir sagen jetzt nicht, wen wir wählen wollen. Wir wollen hier niemanden verletzen. Okay. Nee, aber Hauptsache, ihr geht überhaupt wählen, wenn ihr wählen dürft. Ja, das wollen wir. Das ist Foto gut. ist drauf. Vielen Dank. Also, ich gebe euch noch eine schöne Information. Für die Eltern, denn? Genau. Schön. Tag alles Gute. Wünsche ich euch auch. Dankeschön. Ciao. Also, nochmal die Frage nach den steigenden Mietpreisen. Haben wir die hier Nein, zu befürchten? Wir werden natürlich einen Weggang an Wirtschaftskraft und an Arbeitsplätzen im Norden von Berlin haben. Das ist klar. Das wird sich ein Stück nach Süden verlagern und wir müssen dann erstmal neue Arbeitsplätze hinkriegen. Ich glaube, die Mieten in Reinickendorf sind im Großen und Ganzen ganz in Ordnung. Aber wir hoffen natürlich, dass die Lärmentlastung, wenn Tegel dann keinen Flugverkehr mehr hat, dazu führt, dass die Menschen schöner wohnen. Und insofern könnte es dann auch sein, dass die Nachfrage zunimmt. Aber wenn das vernünftige junge Familien sind, dann haben wir eigentlich genug Platz, damit die sich auch bei uns hier wohlfühlen können. Herr Steffel, wir sind jetzt gleich bei der Markthalle. Da wollen wir auch nämlich reingehen und mal mit Händlerinnen und Händlern sprechen. Und ich würde sagen, ja, gehen wir einfach mal zur Markthalle, um mal zu gucken, wie denn die Reinickendorfer Wirtschaft denkt. Schauen wir mal, ja. Herr Steffel, jetzt sind wir in der Markthalle sozusagen und wir wollen natürlich mit den Händlerinnen und Händlern ins Gespräch kommen. Klar, und da wollen wir gleich mal hier diesen wunderschönen französischen Stand besuchen. Frank Steffel ist mein Name. Ich bin der Bundestagsabgeordnete.
Kandidieren. Kennen Sie Herrn Steffel denn? Ja, er lächelt mir ja von fast jedem Plakat entgegen. Okay. Ja, also eine spontane Frage an ihn. Was bewegt Sie als Händler hier in der Markthalle? Wo soll er, welches Problem soll er anpacken? Oder sagen Sie, nee, uns geht's so, Bombe? So gut kann es uns gar nicht gehen, dass ich keine Fragen hätte. Nein, es, was uns alle wahrscheinlich hier bewegt, ist die Tatsache, dass unser Tegeler Kiez hier so ein bisschen verarmt. Von der Struktur her, von den Anbietern her. Jeder dritte Laden Telefonanbieter, jeder vierte Laden Bäcker. Und dann hat es mit der Vielfalt also ganz schnell aufgehört. Vorne unser schönes kleines Kaufhaus ist leider so seit vielen, vielen Jahren leerstehend, was ein ganz eklatanter Abbruch von Kunden, Kundenfrequenz, Fluktuation hier im Kiez bringt. Und wir merken das natürlich ganz extrem hier in der Halle. Ich bin seit 7 Jahren hier. Ich habe die Höhen erlebt und jetzt leider auch so ein bisschen, ich will nicht sagen Niedergang, aber es ist ganz extrem merkbar, ne? Dass die Kundenstruktur hat sich verändert, natürlich, Tegel ist überaltert, aber es auch junge Mittelalter kommt hier nicht rein, weil die sind fahren in 20 Minuten in der Friedrichstraße und sonst so. Schade drum, schade um das schöne Tegel, schade um den Kiez hier. Weil wir ja gerade einige neue Wohnungen Gott sei Dank bauen, wenn die vorne bezogen sind, wird es hoffentlich ein bisschen Belebung bringen. Karstadt ist ein Riesenproblem. Das zeigt die Auswirkungen von einer Insolvenz. Wir haben die gleiche Situation jetzt mit dem Praktiker am Kurt-Schumacher-Platz, wo auch ein Riesenmagnet weg ist. Und wir haben hier immer noch in Tegel rund 250 kleine, inhabergeführte Geschäfte. Aber du brauchst Nachwuchs. Also wir müssen junge Menschen finden, die sagen, ich möchte Einzelhändler werden, so schwierig das ist. Und gucke, dass ich eben den Laden übernehme von einer älteren Generation, die dann aufgeht. Das ist eins der großen Probleme. Ich gebe bald ab, wenn jemand interessiert ist. Ja, es sind viele, die leider dann keine Nachfolger haben. Und wir brauchen Start-ups auch in den konservativen, klassischen Branchen und nicht nur in den schicken. Okay. Dann vielen Dank für die Frage. Halten Sie durch. Trotzdem. Alles Gute. Also ich komme nachher nochmal vorbei und kaufe noch was. Okay. Ich wünsche was. Ja, wir kommen ja wieder hier lang. Alles klar. Vielen Dank erstmal. Herr Steffel, jetzt haben wir es gehört. Die Sorgen sind groß. Was wird hier aus dem Ortskern, aus dem älteren Ortskern? Ja. Guten Tag, gerne. Hallo. Wir waren jetzt am Fernsehen, ne? Ja. Mit Herrn Steffel zusammen. Gucken Sie TVB. Auch. Haben Sie uns gesehen, ja? Richtig. Welche Frage haben Sie denn dann? Ich habe jetzt eine persönliche Frage, nur mal so. Ich bin ja nur Rentner geworden und habe dann ja durch die Umstrukturierung vom Geld, Euro, praktisch die halbe Rente gekriegt. In der Zwischenzeit sind aber die Mieten so hochgegangen, dass man sich selbst mit der halben Rente kaum noch eine Miete leisten kann. Hm. Ja? Und das ist jetzt die Frage, wann wird da wirklich mal ernsthaft Druck gemacht, dass die Vermieter wird nicht so ohne weiteres da hochheben können. Ich meine jetzt hier selbst mit 15% in 3 Jahren, das ist, so viel kriegt ja ein Rentner nicht zu. Wissen Sie, was ich diesmal jetzt zugekriegt habe? 0,1% oder 0,25%. 1,30 Euro. Ja. Die Rente wird im nächsten Jahr natürlich mehr steigen, aber entscheidend ist, wir brauchen neue Wohnungen. Die einzige Möglichkeit, dass die Mieten nicht steigen, neben diesen 15% ist, dass es eine Menge Angebot gibt. Wenn es viele freie Wohnungen gibt, dann sind die Preise unten. Wenn es mehr Nachfrage gibt, ist es schwierig. Und insofern müssen wir darauf achten, dass wir viel und schnell Wohnraum in Berlin schaffen und übrigens die Mietnebenkosten nicht explodieren, also Energie, Wasser etc., weil das ist wirklich die zweite Miete mittlerweile geworden. Ja. Ja. Sie haben ja heute kaum eine Chance, so viel Geld zu kriegen. Ich hätte, selbst wo ich damals 2200 Mark verdient habe, hätte ich mir keine Wohnung leisten können mit ungefähr 800, 900 umgerechnet. Ja. Hätte ich nie genommen, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Ja klar, das Verhältnis zwischen Einkommen und Miete hat sich verschlechtert. Das ist sehr und deswegen, wir brauchen Wohnraum, damit wirklich möglichst viel Angebot da ist, weil dann können die Vermieter nicht erhöhen, weil es gar nicht so viele Interessenten gibt. Das ist heute das Problem. Sie kriegen fast jeden Preis für eine freie Wohnung, weil viele Menschen suchen. Ja, das ist, aber wir, an dem Thema sind wir ja dran, sowohl in Berlin als auch im Bund. Nicht ganz einfach übrigens. Aber Sie leben gerne hier in Reinickendorf, hoffentlich, oder? Ja, Herr Steffel hat nämlich gerade vor ein paar Minuten so geschwärmt von Reinickendorf. Hermsdorf ist doch wunderschön, oder? Ja, ich bin doch auch hingezogen, mit Zwangssteuert hingezogen. Aber Sie leben gerne dort. Ja, ist in Ordnung. Ja, der Wohnwert ist schon schön, aber natürlich muss das Verhältnis zwischen Einkommen und Lebenshaltungskosten stimmen, sonst ist das freie Einkommen. Aber da wollen Sie, das halten wir fest, da wollen Sie nachjustieren. Das quasi. Ja, wir müssen nachjustieren, wir müssen schneller bauen, wir müssen auch preiswerter bauen. Wir bauen in Deutschland zu teuer, insbesondere in Berlin. Es gibt 1000 Auflagen, die das teuer machen. Wir müssen Flächen ausweisen. Und eben auch so eine Debatte wie in Tempelhof jetzt, das geht nicht, dass man sagt, da ist ein freies Feld und dann gibt es Proteste gegen Wohnungsbau und die gleichen Leute protestieren morgen gegen hohe Mieten.
da beißt sich die Katze in den Schwanz. Wir brauchen ein Angebot an Wohnungen, immer wieder neu, weil Gott sei Dank Menschen nach Berlin ziehen. Sie sagen, wir wollen zu teuer. Sie können ruhig noch weiterreden. Wir geben hier erstmal ab, vielen Dank für die Frage, wir geben hier erstmal ab in eine ganz kurze Werbepause, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Danach sind wir natürlich weiterhin mit Frank Steffel hier in Reinickendorf unterwegs.